Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist ein sehr kurzes Video. Ihr müsst euch nicht wundern, dass ich sowas mache. Ich mache das jetzt aber nicht als Short. Nee, mit sowas will ich gar nicht erst anfangen, da diese neumodischen Dinger. Ich mache ein ganz traditionelles Video. Ich zeige euch das als Premiere. Und nach dieser Premiere kommt dann die erste Lesung. Ich habe ja heute Nachmittag, das wir haben heute den 17. Oktober 2023, wenn dieses Video rauskommt, ist bereits 2024. Und ich habe diesen Nachmittag das Buch Das Evangelium in Russland beendet. Und in diesem Buch Das Evangelium in Russland wurden mir zwei Bücher vorgeschlagen. Das eine heißt Das Salz der Erde, ist von einem Synonym, Pseudonym, der Name Ernst Schrill, der eigentlich Pastor S. Keller ist. Das Buch wurde 1895 veröffentlicht und ist aber geschrieben als eine Art, ja, ich sag mal, Belletristik, also fast als ein Roman. Also ein normales Buch, aber halt kein Sachbuch wie sonst die Bücher, die ich lese. Und das andere Buch, das habe ich mir hier gerade bestellt, das seht ihr hier. Das ist Der große Leidensweg, die Geschichte der Stundisten in Russland Ende des 19. Jahrhunderts. Das habe ich mir gerade eben erst bestellt. Das habe ich erst nicht in Deutschland, nur in Deutschland lieferbar gefunden. Jetzt habe ich es in Belgien lieferbar gefunden. Und das werde ich dann demnächst wohl kriegen. Ob ich das auch lese, weiß ich nicht. Aber ich habe jedenfalls das andere Buch, Das Salz der Erde, habe ich mir bestellt für ein paar Euro. Und das wollte ich gerne lesen. Nun mache ich jetzt dieses Einleitungsvideo, was ich auch extra kurz halte, weil ja gleich geht die richtige Lesung los, weil ich dieses Buch anders lesen werde, als was ihr von mir gewohnt seid, als Bücher zu lesen. Übrigens, ich habe das Bild hier, könnt ihr das auch ruhig mal sehen. Das ist hier dieses Buch, Das Salz der Erde. Was werde ich daran anders lesen? Ja, weil dieses hier kein Sachbuch ist, sondern nur mit der Geschichte der Stundisten, über die Geschichte der Stundisten handelt in Russland, also den Protestantismus in Russland. Das ist ein Buch von 157 Seiten in Frakturschrift, 12 Kapitel lang. Habe ich mir gesagt, Jörg, da machst du dieses Buch als Podcast, so wie das im modernen Deutsch anscheinend heißt. Mit anderen Worten, ich lese das Buch einfach nur vor. Ich mache da keine Besprechung von. Ich gebe da keine extra Erklärungen zu ab. Ich werde auch nicht irgendwelche Links oder sowas damit reintun in die Videobeschreibung. Es geht einfach nur darum, dass ich das Buch vorlese, Das Salz der Erde. Wir wissen ja, dass Jesus Christus bereits sagte, dass wir, die wir an ihn glauben und Jesus Christus auf dieser Erde bekennen, das Salz der Erde sind. Und genau deswegen hat der Autor wahrscheinlich eben auch diesen Titel gebraucht, um deutlich zu machen, dass die meist aus Süddeutschland eingewanderten Deutschen in Russland sich dort als Stundisten niedergelassen haben und durch ihre Kontakte mit den Bauern sich dann mehr oder weniger vermischt haben mit dem Volk dort und viele Leute dort von der griechisch-orthodoxen oder russisch-orthodoxen Kirche, also der katholischen Kirche, aber eben nicht römisch-katholischen, sondern orthodoxen katholischen Kirche, rübergeholt haben in den Protestantismus. Ja, Konvertierte. Es gab auch oftmals Rekonvertierte. Da hatten wir drüber gesprochen in dem Buch Das Evangelium in Russland. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte dieses Buch lesen, aber einfach nur als Podcast. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Gefällt. Flämisch. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr da auch Dinge draus lernt. Das ist zumindest die Absicht. Und dass es euch ein wenig unterhält, weil das Buch soll ja auch interessant sein. Und ich kann euch sagen, ich habe bis jetzt nur die ersten zwei Seiten gelesen und die fand ich so interessant, dass ich diesen Entschluss gefasst habe und deswegen jetzt dieses Video mache. Das kommt so spät raus, weil ich halt um die 14 Tage das Evangelium in Russland veröffentlicht habe und der letzte Teil wurde veröffentlicht, sprich jetzt in der Zukunft, am 31.12.2013, 2023. Und danach kann das losgehen mit etwas Neuem, das Salz der Erde. Das werde ich aber nicht alle 14 Tage auf dem rheindeutschen Kanal veröffentlichen. Da kommt die neue Lesung Der Kosmologie-Konflikt. Dieses Buch, das Salz der Erde, werde ich entweder zwischendurch, das weiß ich noch nicht, das muss ich noch sehen, wie das läuft, entweder zwischendurch veröffentlichen, oder aber
anstatt der Lesung von Marius, der ja das Buch Der Vatikan und das 20. Jahrhundert liest. Und ich weiß nicht, wie lange er damit noch beschäftigt ist. Heute am 17. Oktober 2023 weiß ich das noch nicht. Also von daher, wie gesagt, es ist mal eine andere Lesung. Und wenn diese Premiere hier vorbei ist, dann kommt direkt danach die Premiere von diesem Buch. Sowieso erst in 2024. Also ein wenig in der Zukunft von heute gesehen. Aber jedenfalls wünsche ich euch viel Erkenntnis und Vergnügen beim Zuhören von diesem Neudeutsch-Podcast. Einfach dieser Vorlesung des Buches. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vergesst nicht, immer und immer wieder daneben eure Bibel zu lesen. Shalom, Maranatha.